Wir haben gegen 10.30 Uhr einen Notruf bekommen. Der Anrufer hat uns gegenüber darüber Angaben gemacht, dass hier in einer psychotherapeutischen Praxis Schüsse abgegeben worden sein sollen. Wir haben sofort starke Polizeikräfte hierher geschickt und haben das Treppenhaus durchsucht, sind dann auch in die Praxis reingegangen, haben dort mehrere Personen angetroffen. Darunter die behandelnde Ärztin, eine Sprechstundenhilfe und weitere Patienten. Nach derzeitigem Sachstand handelt es sich bei der Waffe, wir haben die Patronenhülsen, die wir gefunden haben, untersucht, um eine Schreckschusspistole, das heißt um eine Gaspistole. Verletzt wurden nach derzeitigem Sachstand 2 Menschen. Sie brauchten nicht in ein Krankenhaus gebracht zu werden, sondern begeben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Nach derzeitigem Sachstand ist die Täterin nach der Schussabgabe von hier aus geflüchtet. Wir haben belastbare Hinweise darauf, dass sie sich jetzt im Moment an ihrer Wohnanschrift befindet, wo auch schon Polizeikräfte vor Ort sind.